Wir sind heute zu Besuch bei Löhr Automobile Neuwied, unserem einzigen Standort, der den Seat Mo verkauft. Jascha, Verkaufsberater für Seat und Cupra, stellt euch den Seat Mo heute vor. Hallo, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Vorweg vielen Dank an Annika, die mich gerade vorgestellt hat. Ich gehe noch ein bisschen mehr ins Detail. Mein Name ist Jascha Hümmrich. Ich verkaufe Seat und Cupra Fahrzeuge und daneben noch, dann in dem Falle, unseren Seat Mo 125er Roller. Um den dreht es sich auch heute. Der Seat Mo Roller hat einen vollelektrischen Antrieb und smarte Gimmicks und viel Fahrspaß. Die 133 Kilometer, die er als Reichweite hat, eignen sich perfekt für Wochenendtrips oder Kurzstrecke. Unter der Sitzreihe habt ihr Platz für zwei Helme. Den Seat Mo Roller könnt ihr in drei verschiedenen Fahrmodi fahren. Ihr habt auch die Möglichkeit, vom Werk aus unter drei verschiedenen Farben auszuwählen. Daring Red, Dark Aluminium Matt und auch Oxygen White Matt. Zu den Fahrmodi. Wir haben hier einmal die Eco-Farm-Modi, wo du in dem Falle komplett den Verbrauch reduzierst und dadurch die Reichweite erhöhst. Den sportlichen Teil, klar, wie ihr Name schon sagt, Sportmodus, fährst du sportlich mit dem Roller. Und dann gibt es noch City, welches hier in dem Falle den Stromverbrauch reduziert, aber trotzdem noch den Fahrspaß dir ermöglicht. Mit dem verbauten Voll-LED-Scheinwerfer hast du den vollen Durchblick, egal ob tagsüber oder nachts. An der schön designten Front hast du hier noch in dem Falle den Blinker für links und den Blinker für rechts. Der Seat Mo Roller kann in sage und schreibe 3,9 Sekunden von 0 auf 50 km/h beschleunigen. Mit 95 km/h an der Spitze hast du auch außerorts. Viel Spaß damit! Deine leicht abzunehmende Batterie kannst du wie ein Trolley vor dir her oder hinter dir her schieben. Mit diesem mitgelieferten Kabel kannst du an deine Haushaltssteckdose den Roller in nur 6 Stunden vollladen und bist wieder komplett bereit für die Fahrt. Nun zu den Fragen aller Fragen. Wer darf den Seat Mo Roller denn überhaupt fahren? Du darfst ab 16 Jahren mit einem Führerschein der Klasse A1 den Roller fahren. Auch Inhaber des Führerscheines A und A2 dürfen den Roller bewegen. Wenn du deinen normalen Führerschein auf B196 aufgestaffelt hast, darfst du auch einen 125 Kubik Roller fahren und somit auch unseren Seat Mo. Ja, und das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Seat Mo Roller Probe fahren wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns Löhr Automobile Neuwied tun. Ich freue mich, wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis dann, ciao!